Hallo Leute, so hier bin ich nun frisch aufgelevelt vom Gipfel hier. Wo sind wir denn? Im geweihten Land. So, wie ihr sehen könnt, Level 81. Ja, das eine Level habe ich noch durch Materialsammeln gemacht. Das wollte ich nicht, aber ist ja nicht so schlimm. So, dann hätten wir das jetzt erstmal mit dem Level abgeschlossen. Wir schauen jetzt nochmal in die Höhle der Weisen und porteln uns weg. So, ab zur Weltenkarte. Denn viele haben sich auch schon gemerkt, viele haben sicher auch schon gemerkt oder viele wissen es auch schon, dass es noch eine vierte Form gibt. Eine vierte Drive-Form. Und ich zeige sie euch, wie man sie am besten holt. Dafür begeben wir uns in die Unterwelt. Und zwar bekommt man die Überform ganz zufällig, wenn man sich in die Meisterform verwandelt. Dann kommt die ganz zufällig und dann zeige ich euch jetzt mal einen guten Trick, wie das jetzt eigentlich so am besten geht. Ihr seht schon, wir haben sie noch nicht. Oh Gott, ja, egal. So, wir melden uns jetzt mal zum Turnier an und zwar zum Cerberus Cup, weil hier die Drive-Leiste können wir verwenden und hier nicht. Deswegen gehen wir zum Cerberus Cup. So, Plan laut, jetzt habe ich einen Sprachfehler, ey. Plan ist, hier einfach jetzt in die Meisterform zu verwandeln. Oh mein Gott, ey. Das war jetzt wieder sowas von klar, oder? Ich habe null. Verarschen. Verarschen ist ehrlich, hab ich jetzt null? Nee, gut. So, wir verwandeln uns hier in die Meisterform. Und nichts passiert. Neuer Versuch. So ist die Drive-Leiste wieder voll und wir können das jetzt so lang machen. Wer das nicht gemerkt hat, ja, das hier ist die Anti-Form. Das ist eine der behindertsten, kann ich nur sagen. Mit der kann man gar nichts anfangen und die Drive-Leiste ist dann null. Das werdet ihr beim Formen-Leveln auch noch oft genug sehen. So, einfach weiter hier. Und weiter die Meisterform. Wir müssen einfach so lang machen, bis wir... Und jetzt? Ah, immer noch nicht. So lange, bis wir einfach Silber sind und dann haben wir die Überform erhalten. Und jetzt? Nein, immer noch nicht. Oh, Ultima ist so geil, Alter. Und immer noch nicht. Woo! Na super. Ah Mann, müssen die da auch sterben, ey. So dauert das alles viel länger. Meine Herren, so, neuer Versuch wieder. Einfach so lang versuchen, bis das der Fall ist. Nein. Dankeschön. Spast. Und da ist sie. Die Überform. Und die ist mega. Und wir können hier sogar gleiten. Und das ist nämlich die Ability, die wir mit Zora auch erlernen werden. Und die ist so geil. Hier können wir jetzt rumgleiten. Und wir können jetzt erstmal abhauen. Wir haben ja die Form. Sie ist unser. Geil, jetzt müssen wir nur noch die auch noch leveln. Scheiße. Schauen wir uns mal die Abilities an. Hier haben wir Gleiter Level 1. Drücke Viereck, während du in der Luft bist, um langsam auf den Wind zu gleiten. Um länger zu gleiten, halte den Knopf gedrückt. So, also ich würde sagen, wow, geile Sachen hat das Viech. Stark. Nicht schlecht. Das könnten wir für, hier auch noch, für die Überform auch noch ein Schlüsselschwert anlegen. Das ist jetzt aber egal. Und zwar, zeige ich euch jetzt, wie man die Überform am besten levelt. Ja, ja, ja. Wer hätte es gedacht, dass es für diese Form auch noch einen Level-Trick gibt? Ich zeige euch alles. Und zwar müssen wir dafür ab nach Twilight Town und ab ins Herrenhaus, das weiße Zimmer. Ich sollte auch mal Vollbild hier machen. Wäre nicht schlecht.
denn ich hänge hier schon seit 5 Minuten in so einem mini kleinen Bild dran, aber ist ja Schnuppe, egal. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Abilities an. Was wir so ausrüsten können. Combo Minus, Combo Plus, also... Aha, okay. Gut, als erstes können wir mal Drive Boost aktivieren, damit sich die Rate, mit der sich die Drive-Leiste während der MP-Auflegung erhöht. Und so passt es eigentlich. Legen wir dafür noch die Sternentreue an. Und natürlich das Ultima-Schwert. Gut. Dann ab in die Empfangshalle. Und jetzt schauen wir noch kurz, ob wir hier Magnega drin haben. Oder einfach so. Und verwandeln uns jetzt mal in die Überform. Und gehen hier hin, machen Magnega. Und die Gegner werden ausgelöscht. Und zwar, ich glaube nicht, dass ich das erwähnt habe, denn man bekommt einen Erfahrungspunkt pro Niemand, den man ausschaltet. Und man braucht, glaube ich, um Maximallevel zu erhalten, 500. Also könnt ihr so ein bisschen rumschnetzeln. Und ihr seht schon, hier kann man viele... Ah! Niemand, der ausschalten. Das müsst ihr einfach immer wieder machen. So ganze Zeit. Und unbedingt aufpassen, dass ihr nicht aus der Drive-Form geht. Das ist das Wichtigste. Ab zur Weltenkarte nochmal und dann einfach wieder nach Twilight Town. Booyah! Und ja, ihr könnt dann... natürlich werden die Drive-Leiste immer größer. Das heißt, ihr könnt mehr Gegner in der Zeit ausschalten und schaut dann einfach durch die ganzen Räume durch, besonders die Bibliothek. Da sind auch noch 10 Gegner, die ihr ausschalten könnt. Sagen wir mal Überform. Und hier noch Magnega. Das heißt, hier kommt hier noch niemand. So, danke für den Zwillingssplitter. So, da ist der Gegner. Der wird jetzt auch gleich geowned. Ich finde, die Form sieht einfach so geil aus. So, hier kommt gleich noch einer. So, und wir machen gleich Level 2. Und wir sehen, die Formleiste hat, ist gestiegen. Und so geht das dann eben auch schneller. Ich werde das nun machen. Aber ich will euch noch einen kleinen Trick davor zeigen. Denn es, wir haben ja auch noch Freunde. Und die müssen ja auch noch gelevelt werden. Das trifft sich eigentlich ziemlich gut. Da könnte ich die ganzen Freunde auch mal zeigen. Also kein Problem. Nee, nicht hierhin. Wir müssen hierhin. Zum Land der Drachen. Und wir hauen uns gleich mal in den Thronsaal. Besser gesagt, wir stürzen uns in den Thronsaal. Genau. Lade, lade. So, jetzt sind wir hier. Ability haben wir jetzt auch erlernt. Auto-Überform. Ja, cool. Hat uns ja gar nichts gebracht. So, hier haben wir noch Überform. Hier sehen wir, hier steht es auch noch, falls ihr nachschlagen wollt. Müsst ihr einfach auf XP gucken und schauen, was ihr da alles braucht, damit ihr XP bekommt. Für jeden besiegten Niemand in der Überform erhältst du einen Erfahrungspunkt. Genau. Und hier als gleiche brauchen wir nur Drive-Kugeln. Ja, das habe ich euch schon mal gezeigt. Deswegen können wir das auslassen. Und zwar begeben wir uns jetzt zur Freunde-Levelung. Wir sehen nämlich, unsere Freunde sind alle noch Level 1, und zwar bekommen wir XP. Während ein gerufener Freund anwesend ist, bekommst du für jeden verbrauchten Punkt auf der Freundleiste einen Erfahrungspunkt. Heißt, wir haben wie bei der Drive-Form unten diese Leiste, die dann zu Ende geht, und dann verwandeln wir uns zurück. Das gleiche ist nämlich auch bei den Freunden. Und wir haben ja verschiedene Leistenpunkte unten rechts. Wenn ein Leistenpunkt zu Ende ist, bekommen wir ein XP. Ich glaube, es gibt insgesamt 250 XP für maximal Level 7. Brauchen wir also 250 Punkte müssen wir verbrauchen. Und das braucht wirklich eine Zeit, muss ich sagen.
Und für die Überform dauert das natürlich auch. Und ich würde sagen, ich zeige euch das jetzt kurz. Ausrüstung ist so. Wir legen Ultima ab und legen Wunderklinge an, denn besitzt hohe Magiekraften, erhöht die Menge an Talern, HP und MP-Kugeln, die besiegte Gegner hinterlassen. Eigentlich ist es nicht so wichtig. Wir schauen kurz hier nochmal, wir haben gleich einen Freundesboost. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Erhöht die Dauer, die ihr herbeigeführt. Ja, das ist ganz gut. Freundboost, so. Genau. So, ich zeige euch, ich habe diese Sprachfehler immer hier, ey. Ich zeige euch als erstes jetzt die ganzen Freunde. Einmal Hühnchen Junior. Von Himmel und Huhn. Hühnchen. Der ist so süß, der Film. Der ist super. Au. So, wir können hier in den FPS-Modus schalten. Und jetzt hier, läuft das... Wow. Knallfrösche oder Home Run oder sowas. Verschießen, um den Gegner irgendwie Schaden zuzufügen. Hier können wir jetzt noch einen machen, damit die Leiste ganz weg ist. Und Knallfrösche stirbt. So. Jetzt ist der Kleine nur noch weg und ihr habt ihn gesehen. Und zwar machen wir weiter zur Weltenkarte. Schneller, 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 schneller. Wenn ihr das wirklich leveln wollt, dauert das wirklich oft. Also ihr müsst wirklich oft die Weltkarte wieder betreten und dann wieder zurück in die Welt. Und das kann allerdings schon, oder besser gesagt, da können allerdings schon, wie heißt's, Stunden vergehen. Was ihr eigentlich machen wollt ist, ich habe jetzt einen Fehler gebaut, aber ist ja egal. Wir zeigen jetzt hier noch einmal Genie. Sora! Oh, wie süß. So, er kann jetzt mit dir schicken. Was verlabe ich eigentlich? Er kann sich hier verwandeln, oder besser gesagt wir. Er. Und zwar hier mit einem Helden-Genie. Verwandelt er sich in eine Drive-Form. Und wir können hier noch als Limit-Partner-Klatsche einsetzen. Damit er halt auch angreift. So, hier bekommen wir noch eine Menge Drive-Kugeln. Aufgrund der Wunderklinge. So, wir könnten uns jetzt hier totmatchen. So, was ich jetzt aber nicht mache. So, Genie werde gezeigt. So, jetzt ist er noch in der Freundesleiste oder im Freund-Modus, sage ich mal so. Genau. La 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 la. So, und jetzt wieder zum Thronsaal. Dann zeige ich noch einen letzten, zwar Peter Pan ist es, glaube ich. Der finde ich am effektivsten. Wenn die wirklich gut gelevelt sind, ist Peter Pan am effektivsten, meine ich. Oh Gott. So, rufen und Peter Pan. Zu Stitch komme ich gleich. Peter Pan. Wir könnten jetzt zum Beispiel gleich das... Ja, wir sind dran. Hier dieses Limit machen. Und wir sehen schon, wir haben Level-Up gemacht. Hier machen immer Fliegender Junge und Wunderland und sowas. Das können wir nochmal in Wunderland machen, wenn wir wollen. Oh ja, yeah, wir machen Schaden, Digga. So, das wäre gelaufen. Autsch. So, den habt ihr schon auch gesehen. Und jetzt... gehen wir kurz zu Genie. Oder ist ja eigentlich scheißegal. Und gehen kurz zur Weltkarte, damit wir wieder volle Leiste haben. Und zwar zeige ich euch jetzt den endgültigen Level-Trick. Wie ihr diese Form am besten schaffen könnt, weil ihr seht, das dauert schon. Aber wenn man Limits einsetzt, dann geht es eigentlich am schnellsten. Ach so. Und zwar ist unser Levelfreund der liebe Stitch. Genau. Wir rufen ihn jetzt. Und zwar so.
Oh ja, süß. Schlabber, schlabber. So, machen wir gleich Aloha. Und ganze Zeit Ahoho. Oder wie das heißt. Nicht Ukulele, sondern ganze Zeit Dreieck. So, jetzt ist es verbraucht. Machen wir gleich nochmal Aloha. So. Ja. So seht ihr, die Leisten werden unten ganz schnell verbraucht. So, jetzt ist er wieder weg. Rufen wir ihn einfach nochmal. So, und jetzt einfach nochmal Aloha. Das ist so süß immer. So, wenn ihr seht, ihr überlebt keinen weiteren Limit mehr, dann geht am besten gleich wieder zurück zur Weltenkarte, damit das ganze Zeug eben wieder voll ist. Und so könnt ihr dann eben leveln. Und zwar mache ich das jetzt und alles, heißt alle Drive-Formen, auch die Überform und alle Freunde mache ich Level 7, heißt Maximallevel und ja, das dauert, aber wir sehen uns dann. Tschüss, liebe Leute.